Sonnensystems, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun toben Stürme von unvorstellbarer Stärke. Wirbelstürme, die größer als manche Planeten sind, und Gewitter, die die Erde vollständig verwüsten würden. Die Stürme auf den Gasplaneten spielen in einer anderen Liga als die auf der Erde. Für die Astronomen sind diese gewaltigen Stürme ein Schlüssel zum Verständnis der Gasriesen. Wenn wir das Wetter der Gasriesen besser verstehen würden, könnten wir auch so manche ihrer Geheimnisse lüften. Raumsonden sind für die Wissenschaftler ein unverzichtbares Mittel, um die Stürme zu erforschen. Die Kräfte, die auf den Gasplaneten herrschen, sind immer noch ein großes Rätsel. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes nur an der Oberfläche dieser Planeten gekratzt. Im Grunde stehen wir noch am Anfang. Um mehr zu erfahren, müssen die Forscher ins Zentrum der gewaltigsten Stürme vordringen, die der Menschheit bekannt sind. In den zahllosen Sternsystemen der Galaxis kommen zwei Arten von Planeten vor. Gesteinsplaneten wie die Erde und riesige Himmelskörper, die überwiegend aus Gas bestehen. Über den Aufbau von Gesteinsplaneten ist relativ viel bekannt, da wir ja auf einem leben. Bei Gasplaneten sieht die Sache anders aus, weil ihre Geheimnisse unter undurchdringlichen Wolkenschichten verborgen sind. Um auch andere Sternsysteme besser zu verstehen, müssen die Astronomen zunächst die offenen Rätsel unseres Sonnensystems lösen. Wir wissen noch nicht genug über den Aufbau der Gasplaneten des Sonnensystems. Wir müssen mehr darüber lernen, was unter den obersten Schichten vor sich geht. Und die einzige Möglichkeit hierfür ist die, die Stürme auf der Oberfläche zu untersuchen. Diese Mega-Wirbelstürme sollen den Forschern also dabei helfen, mehr über die Gasriesen herauszufinden. Ihr wichtigstes Untersuchungsgebiet sind die Gasplaneten, die der Erde am nächsten sind, Saturn und Jupiter. Sie haben etwa die 100- bzw. 300-fache Masse der Erde und ihre Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Wasserstoff. Daneben finden sich noch Helium, Methan und Ammoniak. Im Vergleich zur Erde ist Jupiter völlig anders. Dass beide als Planeten bezeichnet werden, ist kaum zu glauben. Auch das Wetter unterscheidet sich. Dieses völlig andere Wetter ist das Spezialgebiet von Amy Simon. Doch es ist nicht einfach, Stürme zu untersuchen, die in einer Entfernung von über 700 Millionen Kilometern wüten. Die größte Herausforderung ist, dass wir diese Objekte nicht kontinuierlich überwachen können. Das ist, als ob wir uns die Erde nur einmal im Monat anschauen würden und dann für den ganzen Planeten das Wetter vorhersagen wollten. Raumsonden sind ein wichtiges Hilfsmittel für die Astronomen. Juno umrundet Jupiter und Cassini erforschte bis 2017 Saturn. Saturns Wetterphänomene waren das erste Forschungsziel. Als die Cassini-Raumsonde über den Nordpol des Planeten flog, schickte sie Bilder eines äußerst seltsamen Sturms zur Erde. Er hat die Form eines nahezu perfekten Sechsecks. Als Astronom wird man dann in Erstaunen versetzt, wenn man etwas völlig Unerwartetes zu sehen bekommt. Und dieser sechseckige Saturnsturm fällt in diese Kategorie. Als wir ihn entdeckten, konnten wir fast nicht glauben, was wir da sahen. Wir sagten nur, das ist doch nicht möglich. Wie kann sich ein solcher symmetrischer Sturm bilden? War seine Entdeckung nur ein kosmischer Zufallstreffer? Als Juno 2017 ein Bild von Jupiters Nordpol zur Erde funkte, war klar, dass dieser Sturm kein Einzelfall im Sonnensystem ist. Doch dieses Unwettersystem hat die Form eines Achtecks und es hat gewaltige Ausmaße. Acht Megastürme,
wirbeln um einen Sturm in der Mitte. Die Windgeschwindigkeiten erreichen über 300 Kilometer pro Stunde. Und der Durchmesser der einzelnen Stürme beträgt jeweils mehr als 4000 Kilometer, was in etwa der Luftlinie von New York nach Los Angeles entspricht. Fast noch eindrucksvoller ist, dass sie wie die Blüten einer Blume aussehen. Zu den erstaunlichsten Dingen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, zählen die Nahaufnahmen von Jupiters Polen. Das Muster des Sturms hat sich seit mehr als einem Jahr nicht verändert. Auf der Erde kennen wir nichts Vergleichbares. Geben die geometrischen Formen der beiden Megastürme Hinweise darauf, wie sie sich bilden und was unter ihnen vor sich geht? Peter Reed versucht, das herauszufinden. Er vermutet, dass die Rotation der beiden Planeten Ursache für die Stürme ist. Um seine Theorie zu überprüfen, will der Physiker in seinem Labor geometrische Stürme erzeugen. Einer der schönsten Aspekte der Natur ist der, dass ihre Gesetze auf jede Größenordnung zutreffen. Man kann also einen Jupitersturm durchaus in kleinem Maßstab im Labor replizieren. Im Gegensatz zu Gesteinsplaneten haben Gasriesen keine feste Oberfläche. Es sind rotierende Kugeln, deren Masse hauptsächlich aus leichten Gasen besteht, die in den unteren Schichten komprimiert werden. Der Physiker benutzt für seine Experimente einen Behälter mit wirbelndem Wasser. Wenn wir dieses Experiment von oben betrachten, ähnelt das dem Blick auf Saturns Nordpol. Das Wasser stellt die Atmosphäre dar, die Mitte des Behälters den Pol und der äußere Teil steht für die unteren Atmosphärenschichten. Um einen geometrischen Sturm zu erzeugen, muss Reed auch die Drehbewegung der Gasriesen möglichst naturgetreu imitieren. Die zentrale Scheibe rotiert langsam, wodurch sich das Wasser darüber weniger schnell bewegt als das Wasser am Rand des Behälters. Denn bei Gasplaneten ist die Geschwindigkeit der Atmosphäre über den Polen geringer als über dem restlichen Planeten. Reed nimmt an, dass sich geometrische Stürme bilden, weil die Atmosphäre unterschiedlich schnell ist. Um seine These zu überprüfen, müssen Geschwindigkeit und Fließrichtung des Wassers im Behälter genau gemessen werden. Wir verwenden Farbstoff, um sehen zu können, welche Strömung wir erzeugt haben. Wo sich das schnellere Wasser des äußeren Bereichs des Behälters mit dem langsameren des Zentrums vermischt, geschieht etwas Ungewöhnliches. Nach und nach bildet sich eine geometrische Form aus. Man erkennt schon jetzt eine Art eckige Struktur. Im Moment sieht es eher wie ein fünfeckiges Gebilde aus, nicht wie ein sechseckiges. Man braucht auch Glück und muss das Muster nehmen, das kommt. Das Ergebnis des Experiments ist ein Pentagon, eine fünfeckige geometrische Figur. Selbst kleinste Änderungen der Bedingungen im Wasserbehälter haben Auswirkungen auf die jeweils erzielte Form. Bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Scheibe erhalten wir Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke oder Achtecke. Egal was. Aufgrund der Bedingungen auf Saturn entsteht dort ein Sechseck, ein Hexagon. Im Fall von Jupiter ist es ein Oktagon. Auf dessen acht Seiten wird jeweils ein riesiger Sturm an Ort und Stelle gehalten. Die Strömung ist also eine Art Hindernis, gegen das die Wirbelstürme stoßen. Sind sie einmal in einer bestimmten Position, verharren sie auch dort. Und das sehen wir. Auch wenn sich Jupiter und Saturn zumindest in ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht ähnlich sehen, scheint ihr Wetter dennoch von denselben Naturkräften geprägt zu werden.
Und vielleicht trifft dies sogar auf alle Gasriesen im Universum zu. Die Tatsache, dass wir auf Jupiter ein Oktagon sehen und auf Saturn ein Hexagon, ist ein Beispiel dafür, dass die Gesetze der Natur überall gelten. Wahrscheinlich können alle Gasriesen solche schönen und komplexen Strukturen haben, nicht nur die in unserem Sonnensystem. Die Stürme auf Jupiter geben den Wissenschaftlern jedoch noch Rätsel auf. Auf der Erde wird das Wetter von der Sonneneinstrahlung bestimmt, die die Atmosphäre und die Wasseroberflächen aufheizt. Und die stärksten Stürme gibt es normalerweise in tropischen Regionen. Das Wetter auf der Erde hängt hauptsächlich von der Sonne ab. Wo der Boden und die Ozeane am heißesten sind, also in der Nähe des Äquators, kommt es zu Wirbelstürmen über dem Meer und zu Tornados über dem Festland. Aber Jupiter zieht seine Bahn in einer durchschnittlichen Entfernung von fast 800 Millionen Kilometern von der Sonne. Damit erhält der Planet im Vergleich zur Erde nur knapp 4% der Sonnenwärme. Dennoch ist fast seine gesamte Oberfläche von Stürmen bedeckt. Was sind die Ursachen hierfür? Um diese Frage zu beantworten, mussten diese Stürme so gut wie möglich untersucht werden. Daten der Raumsonde Juno lieferten einen Hinweis. In den unteren Schichten der Stürme herrscht eine höhere Temperatur als in den oberen. Der Grund für die Hitze und damit für das verheerend schlechte Wetter Jupiters ist dessen Kern. Seine Temperatur beträgt vermutlich um die 20.000 Grad. Dadurch werden die darüberliegenden Gasschichten aufgeheizt. Wolken bilden sich und gelangen schließlich bis an die Oberfläche des Planeten, wo die heftigen Stürme entstehen. Wie zum Beispiel der achteckige Sturm am Nordpol des Jupiters. Das Wetter auf der Erde wird von der Sonne verursacht, die die Atmosphäre erwärmt. Dadurch entsteht der Wetterkreislauf. Bei Jupiter oder Saturn kommt die Wärme aus dem Planeteninneren. Das ist fast so etwas wie Wetter verkehrt herum. Auch dank der gewaltigen Stürme verstehen die Forscher die lange Zeit mysteriösen Gasplaneten nun besser. Die Frage ist, ob die extremen Wetterverhältnisse die riesigen Welten auch verändern. Wäre es möglich, dass der gewaltigste Wirbelsturm des Sonnensystems, der große rote Fleck, Jupiters Atmosphäre aufheizt? Und wie sieht es mit dem Wetter auf den äußeren Gasplaneten aus? Den Eisriesen Uranus und Neptun? Jupiter ist ein wahrer Gigant. Er ist der größte Planet des Sonnensystems und könnte die anderen sieben Planeten in seinem Inneren aufnehmen. Doch noch ist längst nicht alles bekannt, was sich unter seinen wirbelnden Wolken abspielt. Die Forscher erhoffen sich von ihm auch bessere Kenntnisse über das Sonnensystem und Planeten in anderen Sternsystemen. Wir wissen von vielen Gasplaneten, die andere Sterne umkreisen. Auch sie sind Riesen. Wenn wir Planeten wie Jupiter besser verstehen, würde uns das auch bessere Kenntnisse über extrasolare Planeten verschaffen. Eine der noch nicht vollständig geklärten Fragen ist die, warum Jupiters Atmosphäre derart heiß ist. Jupiter ist 5-mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Dort sollte es also unglaublich kalt sein. Aber die Temperatur in den oberen Wolkenschichten ist etliche 100-mal höher als erwartet. Genau gesagt ist die obere Atmosphäre des Gasplaneten 400 Grad wärmer, als sie eigentlich sein sollte. Und niemand weiß, warum das so ist. Tom Stellard hat eine ungewöhnliche Theorie. Er glaubt, dass die großen Stürme auf dem Planeten die Atmosphäre über ihnen erwärmen. Um seine Annahme zu bestätigen, nutzt er ein Infrarotteleskop der NASA auf dem Mauna Kea, dem höchsten Berg Hawaiis.
Wenn wir neue Energiequellen finden oder mehr über die Energieverteilung erfahren, können wir vielleicht klären, warum Jupiters obere Atmosphäre so heiß ist. Der Astronom ist der Wärme auf der Spur, die von Jupiters brodelnden Wolkeninfernos abgegeben wird. Wärmestrahlung, also Infrarotlicht, ist zwar für menschliche Augen unsichtbar, doch mit bestimmten Teleskopen kann sie beobachtet werden. Allerdings gibt alles, was warm ist, Infrarotstrahlung ab, auch das Teleskop selbst. Selbst wenn nur ein Teil des Teleskops heiß ist, würden wir nichts anderes sehen. Also benutzen wir flüssigen Stickstoff, um die Instrumente beständig zu kühlen. Stellart verwendet also sozusagen ein Tiefkühlteleskop, um Jupiters Wetter zu erforschen. Das ist Jupiter. Er ist gerade an einer günstigen Position, um seine obere Atmosphäre zu kartografieren. Für die Astronomen ist er ein Untersuchungsobjekt von besonderer Bedeutung. Es gibt jede Menge Stürme im Sonnensystem, aber nur einen König der Stürme, Jupiters großen roten Fleck. Der sogenannte große rote Fleck ist ein Sturm, der die Größe von 2 Erddurchmessern hat. Er gilt als der größte Sturm im Sonnensystem. Schon vor mehreren Jahrhunderten wurde er von einem Sternbeobachter beschrieben. Natürlich brauchten wir einen ganz besonderen Sturm als Zielobjekt. Und es sollte der schlimmste und größte im Sonnensystem sein. Und das ist der große rote Fleck. Um herauszufinden, ob auch dieser Sturm zur Planetenerwärmung beiträgt, muss der Astronom wissen, ob die Atmosphäre über dem Sturm heißer ist. Uns stehen Messungen von Pol zu Pol zur Verfügung. Der große rote Fleck ist um einiges heller, weil er heißer ist. Das heißt, die Atmosphäre über ihm muss von irgendeinem Prozess extrem aufgeheizt werden. Stellart hat eine ungewöhnliche Idee. Er glaubt, dass der Lärm des Sturms verantwortlich für diese Erwärmung ist. Im Grunde ist es dasselbe Heulen wie bei Wirbelstürmen. Ein ziemlich schreckliches, gruseliges Geräusch. Dieser donnernde Lärm soll Auswirkungen auf die oberste Atmosphäre haben. Und am lautesten ist es dort, wo der große rote Fleck an die angrenzende Atmosphäre stößt. Am Rand des Sturms herrschen turbulente Bedingungen. Wenn der Wind des Riesensturms auf Winde von außerhalb trifft, werden Schallwellen erzeugt, die sich nach oben ausbreiten. Erreichen diese Schallwellen dann die Grenzbereiche der Atmosphäre, geben sie ihre Energie in Form von Wärme ab. Das allein erklärt allerdings nicht das Ausmaß der Aufheizung Jupiters. Dazu tragen vermutlich auch die anderen Stürme des größten Planeten des Sonnensystems bei. Mit dem Jupiter ist es eben so, dass er neben seinem schlimmsten und auffälligsten noch viele weitere Wirbelstürme zu bieten hat. Wenn der große rote Fleck seine Atmosphäre aufheizt, welche Auswirkungen haben dann all die anderen? Es ist eine erstaunliche Entdeckung, dass Wettergeräusche zur Erwärmung eines Planeten beitragen. Die Schlussfolgerung lautet, dass die Stürme von großer Bedeutung für die Funktionsweise der Gasriesen sind. Die Untersuchungen des großen roten Flecks haben gezeigt, dass ein Sturm einen gesamten Planeten beeinflussen kann. Das ungestüme Klima der Gasplaneten hat den Wissenschaftlern neue Einblicke verschafft. Der größte Wirbelsturm des Sonnensystems könnte jedoch noch eine weitere Überraschung bieten. Denn er scheint kleiner zu werden. Der große rote Fleck ist gewaltig. Derselbe Sturm wurde schon im 17. Jahrhundert von der Erde aus beobachtet. Dieser Sturm war also schon den Sternguckern der frühen Neuzeit bekannt.
Amy Simon glaubt jedoch, dass er sich auf dramatische Weise verändert. Sie untersucht ihn mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops. Hubble ist für uns so wichtig, weil es schon seit 1990 im Einsatz ist. So konnten wir die Veränderungen des großen roten Flecks über einen langen Zeitraum verfolgen. Diese Bilder vom Weltraumteleskop zeigen, dass der Riesensturm dramatisch schrumpft. Und auch seine Farbe hat sich verändert. Er leuchtet nun in einem intensiveren Orange. Amy Simon meint, erkannt zu haben, was dazu geführt hat. Der große rote Fleck könnte bald sein Ende erleben. Mit speziellen Kamerafiltern konnten wir sehen, dass er nicht nur kleiner wird, sondern auch höher. Er wächst jedes Jahr weiter in die Höhe. Womit das Schicksal des Sturms besiegelt sein könnte. Vor 140 Jahren war der große rote Fleck dreimal so breit wie die Erde. Nun hat er nur noch die Hälfte seiner ehemaligen Größe und seine Taille wird immer schmaler. Dadurch dehnt er sich nach oben aus, und zwar bis in die oberen Schichten der Atmosphäre. Dort trifft er auf das Licht der Sonne, was zu seinem neuen, tiefen Orangeton führt. Zudem nehmen die Windstärken in diesen Höhen zu, was den einstmals kompakten Sturm auseinanderreißt. Er könnte also noch schneller als bislang angenommen verschwinden. Jupiter ohne den großen roten Fleck wäre wie Saturn ohne Ringe. Verdammt schade. Ein Gutes könnte sein Ende jedoch haben. Die Astronomen erfahren dann vielleicht mehr über den Gasriesen. Planeten sind Planeten. Sie tun das, was sie eben tun. Es kommt ständig zu Veränderungen. Persönlich wäre ich traurig, aber für die Wissenschaft wäre es überaus interessant. Wir wissen nicht, wie seine Zukunft aussieht. Vielleicht stirbt er, er könnte aber auch wieder wachsen. Ich bin hin und her gerissen. Einerseits würden wir ein Symbol verlieren, andererseits entwickelt sich dadurch vielleicht etwas Neues. Aber selbst ohne ihren bekanntesten Vertreter haben Jupiters Stürme so einiges zu bieten. Sie sind eine Art Fenster, die einen Blick auf den Planeten ermöglichen. Jupiters Nachbar Saturn, der zweitgrößte Planet des Sonnensystems, scheint völlig anders zu sein. Er ist mit fast 1,5 Milliarden Kilometern etwa doppelt so weit von der Sonne entfernt wie Jupiter. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein recht stiller Planet. Im Vergleich zur stürmischen Atmosphäre Jupiters ist Saturn ausgesprochen ruhig. Doch ungefähr alle 30 Jahre passiert etwas Außergewöhnliches. Dann bricht die Mutter aller Stürme aus, scheinbar aus dem Nichts. Betrachtet man ein Bild von Saturn, sieht man einen ruhigen Planeten mit sehr sauberen Ringen. Aber nach jeweils 30 Jahren taucht dieser Sturm auf. Das zeigt uns, dass in seinen makellosen Wolken Chaos herrscht. Was ist die Ursache dieses Sturms, der so lange auf sich warten lässt? Und auch der noch weiter entfernte Neptun verbirgt ein äußerst stürmisches, aber sehr kostbares Geheimnis. Das Wetter der Gasriesen ist für Astronomen also ein wichtiges Forschungsgebiet, denn es gibt ihnen Hinweise auf die Funktionsweise dieser Planeten. Stürme auf Saturn sind allerdings Mangelware, bis auf einen, der in regelmäßigem Abstand für Furore sorgt. Dann ändert sich alles. In der Atmosphäre brechen Stürme los und breiten sich über den gesamten Gasriesen aus. Erst vor relativ kurzer Zeit gelang es, einen dieser seltenen Stürme zu untersuchen. Eine gewaltige Gewitterwolke breitete sich auf der Oberfläche des Planeten aus. Sie war breiter als die Erde und ragte etwa 250 Kilometer in die Höhe. In den weißen Wolken herrschte eine Windgeschwindigkeit von fast 600 Kilometern pro Stunde. In diesen Wolken zuckten brillant blaue Blitze, 10.000 Mal stärker als die Blitze auf der Erde.
Die Gewitterwolken erstreckten sich über mehr als 100.000 Kilometer. Auch die Dauer des Sturms war bemerkenswert. Er tobte mehr als 6 Monate. Welche Kräfte verursachen solche für uns unvorstellbaren Unwetter? Und geben sie Aufschluss über den inneren Aufbau des Saturn? Auf jeden Fall sind sie ein Indiz dafür, dass Saturn gar nicht so ruhig ist. Sarah Horst glaubt, dass die Stürme auf Saturn überhaupt keine Pause machen, nur sind sie nicht zu sehen. Laut der Atmosphärenforscherin wird der Gasplanet von einer Decke aus winzigen Partikeln eingehüllt, einer hochlagernden Dunstschicht, unter der die Stürme für die Forscher nicht zu erkennen sind. Diese Dunstpartikel verbergen, anders als bei Jupiter, den Blick auf Saturns Atmosphäre. Woher stammen diese Teilchen? Die Wissenschaftlerin vermutet, dass die Dunstschicht von der Sonneneinstrahlung verursacht wird. Um diese Theorie zu überprüfen, muss sie Planetenwolken im Labor herstellen. Für das Saturn-Atmosphären-Experiment vermengten wir Wasserstoff, den Hauptbestandteil der Saturn-Atmosphäre, mit Helium, dem zweithäufigsten Molekül, und mit etwas Methan und Ammoniak. Das wird in einer Unterdruckkammer gemacht. Theoretisch müssten die einzelnen Moleküle auseinanderbrechen, um sich dann als winzige, feste Dunstpartikel neu zusammenzusetzen. Dafür ist auch eine Energiequelle notwendig, ein Sonnenersatz. Ich kann mir keinen Stern ins Labor holen, so gern ich das auch machen würde. Also müssen wir tricksen. Unser Plasma ähnelt den energiereichsten Photonen der Sonne. Doch wird aus der Gasatmosphäre des Saturn tatsächlich eine feste Substanz? Mit einem Blitzlicht können wir erkennen, dass sich bereits eine braune Substanz an den Wänden der Kammer ansammelt. Diese Substanz erinnert an dunklen Schlamm. Im nächsten Schritt entfernt Sarah Horst diesen Schlamm aus der Kammer. Sie nimmt an, dass sich die Partikeldecke der obersten Saturnatmosphäre aus einer derartigen Substanz zusammensetzt. Um das Experiment abzuschließen, muss sie allerdings noch nachweisen, dass diese Partikel tatsächlich der Grund sind, warum die Stürme des Planeten nicht zu sehen sind. Sie prüft, was mit Licht passiert, das auf die Partikel trifft. Ein Großteil des Sonnenlichts gelangt nicht durch die Dunstpartikel. Ihr Experiment lieferte also das erhoffte Ergebnis. Für die Infrarotkameras der Raumsonde Cassini war dieser Dunstschleier allerdings kein Hindernis. Sie machten Aufnahmen der Stürme, die sich kreuz und quer über den Planeten ziehen. Es ist ja nicht so, dass Saturn keine Besonderheiten aufweist. Wie auf Jupiter toben auch auf Saturn Stürme. Wir können sie mit unseren Augen nur nicht sehen. Aber warum türmen sich diese planetengroßen Stürme 160 Kilometer hoch auf und durchbrechen sogar Saturns Dunstschicht? Bridget Hasman nutzt Cassinis Daten, um das Geheimnis der 30-jährigen Stürme zu lüften. Als Cassini gestartet wurde, hatten wir nicht gedacht, einen dieser Stürme untersuchen zu können. Der letzte war in den 1990ern, vor Cassinis Start. Und der nächste hätte sich erst in den 2020er Jahren bilden sollen, nach dem Ende der Cassini-Mission. Doch zur Überraschung der Wissenschaftler tauchte der nächste Riesensturm früher auf. Gemeinsam mit ihrem Team sammelte Bridget Hasman so viele Daten wie möglich. Mit dem Toningenieur Ed Tetrow will sie nun mehr über einen bestimmten Datensatz der Raumsonde erfahren. Das ist Saturns Sound. Genau gesagt sind es Blitz und Donner in seinen Wasserwolken. Verursacht werden die Geräusche von den blauen Blitzen der Riesenstürme.
Auf den Tonaufzeichnungen der Raumsonde ist die schiere Kraft des Sturms fast zu spüren. Auf diesen Messgeräten ist eine grafische Darstellung der Intensitätsstufen der Blitzschläge zu sehen. Interessant ist auch, dass einzelne Blitzschläge so kurz waren, dass wir sie nicht messen konnten. Nur bei geringer Geschwindigkeit kann man die einzelnen Blitzschläge hören. Pro Sekunde sind es 10. Und in jeder dieser Entladungen steckt 10.000 Mal mehr Energie als in einem Blitz auf der Erde. Es handelte sich um einen der heftigsten Stürme, die im Sonnensystem je verzeichnet wurden. Er dauerte 6 Monate, wobei eine unvorstellbar hohe Menge an Energie freigesetzt wurde. Man muss nur an das kräftigste Gewitter denken, das man jemals miterlebt hat. Dann sollte man den Donner mit dem Faktor 10.000 multiplizieren, womit man eine ungefähre Vorstellung von diesem Sturm hätte. Unser Planet würde vollständig zerstört werden. Die Astronomin geht davon aus, dass diese Stürme auch Rückschlüsse auf die innere Struktur des Saturn zulassen. Sie könnten als eine Art Druckventil fungieren, das die aufgestaute Energie lange zurückhält. Saturn lässt sich mit einem Vulkan vergleichen. Der Druck baut sich immer mehr auf, bis die ganze Energie mit einem Paukenschlag in die Atmosphäre freigesetzt wird. Unter Saturns Dunstschleier liegt seine aufgewühlte Atmosphäre. Die Hitze seines Kerns wärmt die unteren Bereiche einer Atmosphärensturmschicht auf. Und die Energie dieser heißen Gase staut sich auf, bis die Gase in Form von Gewitterwolken in eine Höhe von 160 Kilometern aufsteigen. Schließlich stoßen die Wolken durch die Dunstschicht. Und dabei wird Energie, die sich etwa 30 Jahre lang angesammelt hatte, schlagartig freigesetzt. Die Untersuchungen dieser gewaltigen Unwetter trugen viel zu einem besseren Verständnis der Gasriesen bei. Und dieses Wissen kann auch beim neu entdeckten extrasolaren Planeten angewandt werden. Jeder Sturm gibt uns neue Informationen über einen Planeten. Und jeder funktioniert anders. In den äußeren Bereichen des Sonnensystems ziehen 2 weitere Gasplaneten ihre Bahnen. Auch sie geben noch viele Rätsel auf. Uranus und Neptun. Die größten Rätsel sind für mich die Eisriesen Uranus und Neptun. 1986 flog Voyager 2 als bislang einzige Raumsonde an Uranus vorbei und schickte unerwartete Aufnahmen des 7. Planeten im Sonnensystem zur Erde. Auf den Bildern sieht man kaum Stürme oder Wolkenbänder. Dort draußen ist es sehr kalt, also sollte ruhiges Wetter herrschen. Es gibt ja auch kaum Energie, um irgendetwas in Gang zu setzen. Die Bilder zeigen lediglich unauffällige Wolkenformationen auf einem fast strukturlosen Planeten. Doch als Voyager 2 1989 an Neptun vorbeiflog, gab es eine Überraschung. Auf den Aufnahmen der Sonde waren außergewöhnliche Wetterphänomene zu erkennen. Die meisten würden wohl auf ruhiges Wetter setzen, aber Neptun hat die höchsten Windgeschwindigkeiten im Sonnensystem. Wie kommt es dazu? Und können die Wissenschaftler mit einer möglichen Antwort weitere Fragen über diesen Eisplaneten beantworten? Neptun ist mit durchschnittlich 4,5 Milliarden Kilometern Entfernung der 8. und äußerste bekannte Planet des Sonnensystems. Die extremen Wetterverhältnisse waren eine große Überraschung für die Forscher. Und bis heute weiß niemand genau, was die Ursache ist für Windgeschwindigkeiten von über 2000 Kilometern pro Stunde. Wir haben riesige Stürme auf Neptun gesehen und die Windgeschwindigkeiten sind die höchsten im Sonnensystem. Solches Wetter war uns bis dahin unbekannt.
Die Energie der Sonne erwärmt den Planeten kaum. Sie kann nicht der Grund für die stürmischen Winde sein. Die Energie muss also vom Planeten selbst kommen. Daten von Voyager 2 gaben einen Hinweis. Der Planet scheint mehr Energie abzugeben, als mit der geringen Sonneneinstrahlung erklärt werden kann. Das Wetter auf Gasriesen hängt von der Energie im Planeteninneren ab. Wenn man ein unerklärliches Wettersystem entdeckt, muss man nach der Energiequelle suchen, die es erzeugt. Doch lässt sich eine solche Energiequelle aufspüren? Dominik Kraus glaubt, dass Neptuns Winde der Schlüssel zur Lösung des Problems sind. Und dabei spielt auch ein Mineral eine Rolle, das auf der Erde äußerst kostbar ist. Mit ihm könnte die Hitze erklärt werden. Im Inneren Neptuns herrschen Verhältnisse, mit denen sich die seltsamen chemischen Bedingungen vielleicht erklären lassen. Kraus will seine Theorie im National Accelerator Laboratory in Kalifornien auf die Probe stellen. Hier kann er mit leistungsfähigen Lasern die Bedingungen im Inneren von Neptuns Atmosphäre nachstellen. In den Tiefen dieser Planeten sind Druck und Temperatur sehr hoch. Der Druck entspricht dem 5- bis 8 Millionenfachen Atmosphärendruck der Erde. Der Astrophysiker vermutet, dass sich aufgrund dieser außergewöhnlichen Verhältnisse ein Teil der Neptunatmosphäre in Diamanten umwandelt. Und durch die Wechselwirkung dieser Minerale mit der übrigen Atmosphäre wird Hitze erzeugt. Eine Ursache für die extremen Winde. Um die wasserstoff- und heliumreiche Atmosphäre nachzuahmen, greift er zu einem einfachen Hilfsmittel. Wir verwenden den Kunststoff Polystyrol. Er setzt sich aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammen, was auch im Inneren Neptuns vorkommt. Überraschenderweise ist der Kunststoff ein perfekter Ersatzstoff für Neptuns Atmosphäre. Der Wissenschaftler platziert eine winzige Probe in einer großen Reaktionskammer. Wir legen die Probe auf den grünen Lichtfleck. In der Versuchskammer wird mit einem extrem starken Laser eine Schockwelle erzeugt, um ähnliche Verhältnisse wie im Inneren des Eisriesen zu schaffen. Eine Schockwelle genügt allerdings nicht. Kraus braucht noch eine zweite, die von einer Röntgenlaserquelle erzeugt wird. Und wegen der molekularen Struktur des Polystyrols werden diese Strahlen auf eine bestimmte Weise zerstreut. Und zwar so, dass sich Lichtbänder ausbilden. Falls sich der Kunststoff tatsächlich in einen Diamanten umwandelt, müsste sich dieses Muster ändern. 3, 2, 1. Beim Abschuss des Lasers geschieht genau das. Der Versuch war also erfolgreich. In dieser Klarheit hatten wir mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. Es ist fantastisch, dass wir diesen Ring deutlich sehen können. Es handelt sich dabei um eine Reflexion bestimmter Diamantstrukturen. Damit ist klar, dass wir einen Diamanten vor uns haben. Durch den Druck wurde der Kunststoff umgewandelt. Die Kohlenstoffmoleküle wurden zusammengepresst, womit Diamant entstehen konnte. Damit wies Kraus nach, dass sich im Inneren Neptuns der härteste natürliche Stoff bilden könnte. Aber wie wird mit den Diamanten Energie freigesetzt, damit sich die tobenden Stürme entwickeln? Laut dem Wissenschaftler werden Kohlenwasserstoffverbindungen der Neptunatmosphäre aufgetrennt, wodurch Diamanten kristallisieren. 10.000 Kilometer unter den Stürmen auf Neptuns Oberfläche bilden sich aus dichten Schichten aus Kohlenwasserstoffen, Ammoniak und Wasser Diamanten, die so groß wie ein Mensch sind. Sie sinken ab, wodurch wegen der Reibung Hitze erzeugt wird. Schließlich treffen sie auf den festen Planetenkern, wodurch noch mehr Energie freigesetzt wird. Und das sind die Quellen, aus denen sich die gewaltigen Stürme speisen.
Diese Diamanten könnten Wärmeenergie erzeugen, was zum Wetter an der Oberfläche beiträgt. Diamanten, die auf Neptun regnen und unvorstellbar heftige Unwetter, das klingt nach reiner Science-Fiction. Doch solche Diamantschauer scheinen keine Seltenheit im Universum zu sein. Es gibt sie vermutlich auf Milliarden derartiger Eisplaneten. Es werden immer mehr Eisriesen in der Milchstraße entdeckt. Und weil sie nicht selten sind, ist es wichtig zu verstehen, wie sie sich bilden und was in ihrem Inneren abläuft. Derzeit sind Experimente wie die von Dominik Kraus die einzige Möglichkeit, mehr über Neptun und Uranus herauszufinden. Selbst unsere schnellsten Raumfahrzeuge brauchen 5 Jahre bis zum Jupiter und viel, viel länger bis zum Neptun. Aber dennoch müssen wir zu diesen Himmelskörpern fliegen. Nur wenn wir sie aus der Nähe untersuchen, bekommen wir ein besseres Verständnis von ihnen. Mit dem James-Webb-Weltraumteleskop wäre das vielleicht auch möglich. Doch noch müssen die Astronomen auf Hubbles Nachfolger warten, der 2021 gestartet werden soll. Aber Bridget Hasman plant schon jetzt mit dem Teleskop eine Region des Sonnensystems zu untersuchen, die noch am wenigsten erforscht ist. Uranus und Neptun sind Objekte, die nur nebenbei mit Raumsonden untersucht wurden. Das James Webb wird ein sehr großes Teleskop sein, weshalb wir diese Planeten auf eine Weise erforschen können, die bislang nicht machbar ist. Die Astronomin erhofft sich neue Erkenntnisse über diese weit entfernten Planeten. Wir wissen noch nicht viel über das Wetter dort. Die Zusammensetzung der Atmosphäre ist uns in vielen Punkten noch unbekannt, wie auch die Windmuster. Wir müssen noch viele Geheimnisse lüften. Während der Erforschung der äußeren Regionen des Sonnensystems machten die Forscher bereits viele überraschende Entdeckungen. Doch die Wetterphänomene übertrafen jegliche Vorstellungskraft. Das Sonnensystem ist vielfältig und abwechslungsreich. Mega-Wirbelstürme auf beiden Polen Jupiters. Ein seltsamer rechteckiger Sturm über Saturns Pol. Riesige Gewitterwolken, die sich über den gesamten Planeten ausbreiten. Und Neptuns unglaublich heftige Winde. Die äußeren Planeten unterscheiden sich noch viel mehr von der Erde als erwartet. Und ein besseres Verständnis dieser Stürme scheint auch zu einem besseren Verständnis der Planeten beizutragen. Wir werden jedes Mal überrascht, weil wir etwas zu sehen bekommen, das sich absolut nicht vorhersagen ließ. Wir haben diese riesigen Planeten noch nicht besucht. Welche Geheimnisse halten Sie für uns bereit? Die Wissenschaft scheint sich einig zu sein. Die Gasriesen müssen weiter untersucht werden. Und sie werden den Forschern mit Sicherheit noch viele Überraschungen bieten.